Yo, Leute, was geht ihr Nudeln? Ja, okay. Ihr Nudeln, wow. Was geht? Lukintendo ist back. Ich klingt gerade so wie. Ja, okay, eigentlich hätte ich. Also, wenn ich so wie Leon Mascher machen würde, dann müsste ich so. Yo, Leute, was geht? So müsste ich dann emotional. Emotional drauf sein, Alter. Aber ich bin nicht Leon Mascher, noch nicht. Und Yoshi! Okay. Alter, gut gefressen. Wenn ich so hungrig wäre wie Yoshi, dann wüsste ich auch nicht mehr. Ernsthaft? Schon wieder ein Power-Up? Das ist irgendwie unnötig gerade, aber. Okay, mein Leben ist auch unnötig, aber anderes Thema. Ja, ich hab richtig geraten, dass da irgendwas ist. Ja, okay, die Münzen haben es auch schon angedeutet. Ich will ja ehrlich sein. Okay, P-Switch. So. Hier oben ist was. Okay, ein Leben. Okay. Für alle, die noch kein Leben hatten, die haben jetzt eins. Dank diesem One-Up. Wow, das war so schlecht gerade der Witz, dass wahrscheinlich trotzdem Leute gelacht haben. Auch wenn ich mich frage, warum? Warum? Oh Mann, Alter. So, Zielflagge erreicht. Sehr gut. Ich konnte sogar noch Yoshi mitnehmen. Wundert mich. Okay, was ist denn da unten? Wenn da ein geiles Vibe ist, dann nehme ich es natürlich auch gerne mit, aber ist leider nur eine Starcoin. Oh Mann, das war der Witz des Tages. Genauso wie letztes Mal. Wobei, habe ich den Flachwitz überhaupt erzählt? Oh Mann, ich weiß sogar nicht mal mehr, was ich vor kurzem gesagt habe. Ja, für mich war das vor kurzem. Für euch wird es wahrscheinlich nicht vor kurzem gewesen sein. Was passiert denn? Ja, okay. Münzen nehme ich natürlich auch, so wie im Real Life, gerne mit. Aber ganz im Ernst, wer nimmt denn nicht jede einzelne Münze mit? Selbst Pfandflaschen nimmt man doch mit. Nur wegen der Kohle. Und für alle, die aus irgendwelchen anderen Ländern sind und nicht wissen, was ich meine. In Deutschland kann man Pfandflaschen zurückbringen. Und man bekommt, je nachdem, was es für eine Flasche ist, ob es eine Glasflasche ist oder eine Plastikflasche oder ich bin, kriegt man unterschiedlich viel Geld. Nur für alle, die es jetzt unbedingt wissen wollten. Okay, da ist irgendwas. Jetzt habe ich Yoshi wahrscheinlich umgebracht. Aber ich würde sagen, ich probiere das Level jetzt einfach ohne Yoshi. Wahrscheinlich ist es hier eh zu Ende. Deswegen, wobei wir hätten hier einen One-Up noch ergeiern können. Na egal. Wir haben ja hier jetzt eh noch eins. Aber durch Yoshi hätten wir halt auch noch eins erhalten. Aber okay, ist nicht so schlimm, denke ich. Und ja, nächstes Level. So. Okay, ein One-Up-Haus. Ich weiß nicht mal, was das für ein One-Up-Spiel war. Deswegen gehen wir da jetzt auch rein. Ich habe halt echt keine Ahnung. Also, wenn ihr wollt, dass dieses Projekt noch weitergeführt wird, dann schreibt mal Hashtag Super Mario Bros. Wii. Wahrscheinlich werde ich eh vergessen, was es bedeutet. Okay, Bewegungssteuerung. Geile Sache. Wer liebt denn nicht die Bewegungssteuerung? Okay, immerhin vier One-Ups. Geht sogar noch voll klar. Ja, man hätte auch besser das timen können. Ich weiß, ich hätte mir wahrscheinlich noch mehr als fünf oder so wahrscheinlich erspielen können. Aber okay, ist ja auch egal. Ja, da ist der Morten Cooper, ein Abonnent von mir.
Ja, der will jetzt gegen mich kämpfen, weil ich so lange keine Videos mehr gemacht habe. Der wollte mich herausfordern, hat er mir geschrieben, auf YouPorn. Ach du Scheiße. Als ob der mir auf YouPorn so schreiben würde. Der heißt da der geile Morten. Nee, der krass lange Morten. Sorry. Warum sind hier eigentlich zwei Eisblumen? Verliert man so schnell sein Item? Oder sind die Spieler einfach nur zu dumm? Oder in den meisten Fällen zu dumm. Ich will ja nicht sagen, dass jeder so dumm ist. Wie ich. Oder wie Morten Cooper. Also gegen den wir jetzt gleich kämpfen. Meine ich natürlich. Nicht den Abonnenten, falls ihr zuschaut. Bitte verzeih mir diese kleinen Witze, die überhaupt nicht lustig sind eigentlich. Wobei, falls irgendwer lachen musste, schreibt Hashtag Lachanfall. Wie gesagt, ich werde es eh wahrscheinlich vergessen. Aber wenn ihr jetzt schreiben könntet, dass ich an dieser Stelle wollte, dass ihr Hashtag Lachanfall schreibt. Oha, ich dachte, wir werden hier unser Item verlieren. Okay, hier ist keine Starcoin. Okay, wundert mich. Nein. Okay, nochmal gerettet. Aber wenn ich jetzt nicht gleich meine Leistung ändere. Boah, Junge. Also wenn man an den Seiten noch getroffen will, dann wäre das schon für mich ein Todeszeichen gewesen. Hier auch eine Eisblume, war klar. Da oben ist doch safe was. Nein. Ich will übrigens die Eisblume nicht haben, weil die Eisblume meiner Meinung nach einfach scheiße ist. Und als ob ich jetzt schon den Level wahrscheinlich geschafft habe. Ja, wahrscheinlich. Ich warte aber. Ich warte. Weil sonst werde ich hier von dem bösen Stachelteil-Gedöns da umgebracht. Und das will ich leider nicht. Was heißt leider? Das klingt jetzt so, als würde ich gern sterben. Nein! Ich kann die Starcoin nicht mehr holen. Oh, scheiß drauf! Ganz im Ernst. Ich werde eh nicht zu 100% machen. Habe ich aber auch schon im letzten Part, glaube ich, erwähnt. Und ja. Morten, du kriegst jetzt so richtig eins auf die Fresse, das sage ich dir. Weil unser Abonnent, der Morten Cooper, so böse war. Okay, die Stage sieht nicht mal schlecht aus. Oh, tschüss. Okay. Wie schnell er sich einfach dreht. Scheiße, Junge. Ja, okay. War eigentlich ziemlich leicht, aber dadurch, dass sein Panzer sich so schnell gedreht hat, das habe ich nicht gewusst, dass die sich hier so schnell drehen. Vielleicht ist es auch nur Morten gewesen. Der hat ja angekündigt, dass er Beef will mit mir. Der gute Abonnent von mir, der Morten Cooper. Ich will jetzt gar nicht wissen, wer alles glaubt, dass wirklich Morten Cooper, der Abonnent von mir, Beef will. Aber so ist es. Er hat mir extra noch persönlich geschrieben. Ey, du kleiner Hurensohn, du hast einen kleinen Schwanz. Habe ich geschrieben. Ich habe einen großen Schwanz. Und er hat gemeint, nein, ich habe einen großen Schwanz. Ja, sehr, sehr tolle Unterhaltung, ich weiß. Gut, zum Toadhouse. Und danach ist der Part zu Ende. Spaß. Noch schön auf 10 Minuten gestrickt durch das Toadhouse wahrscheinlich. Es sei denn, ich krieg jetzt nur Bowser. Ich glaube, das ist hier Glück. Ja, Eisblume, schon mal gut. Da haben wir es doch eben von gehabt. Ja, komm mit. Jetzt muss aber auch mal ein Item. Ich mag Bowser auch. Alter, mach doch jetzt mal ein Item. Danke. Das all. Ich hab's gewusst.
Das ist doch so ein Betrug. So ein Betrug, Junge. Aber okay, wenigstens haben wir hier ein Item. Wenigstens haben wir ein Item. Speichern tue ich später. Und tschüss, nein. Verabschieden werde ich mich noch lange nicht. Bis wir dieses Level wahrscheinlich geschafft haben. Oh nein, nicht dieser Fisch. Der landet auf meinem Teller. Lalalala. Ich bin so ein dummer Spaß. Lalalala. Diese Trollmucke fuckt mich so ab. Lalalala. Lalalala. Nein! Oh, Skiller! Also, gegen Mario kann man einiges sagen, dass er ein Lasagnefresser ist, kann man sagen. Aber auch, dass er hier Skill bewiesen hat. Junge! Aber hier hat er wirklich geskillt. Da hat er mal gezeigt, was er so drauf hat. Oh, ficken. Ja. Nein! Okay, hier ist ein Checkpoint, aber wenn ich mich jetzt dumm anstelle, hätte ich den nicht bekommen. Sag ich euch ganz klar. La, 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 la. Ich bin ja ehrlich. Und sag, wenn mir was nicht gefällt, la 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 la. Und dieser Fisch will nur Geld, la 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 la. Ein geldgeiler Fisch. Nein, nicht. Also, diese komischen Kletterpassagen haben wir gerade sehr viel Zeit genommen und auch verursacht, dass der Fisch mir eben schaden konnte, aber eben hat mir sogar die Welle geholfen. Oh, Junge. Nein! Also wenn ich mich gleich nochmal so dumm anstelle. Ich glaube, mit diesem Teil hatte ich schon öfters mal meine Probleme. Dank der Bewegungssteuerung. Wir lieben sie alle. So viel zum Problem mit diesem Teil. Ich nutze jetzt gleich mal mein Item. Ich gehe danach auch noch in die anderen Welten. Wenn meine Stimme jetzt gleich leise wird und nichts sagt, dann kann es sein, dass meine Eltern da sind, weil die mich so gern haben. Wenn es nach denen ginge, würde ich am liebsten gar kein YouTube machen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch 24/7 zu Hause. Ah, traurig. Dabei bin ich schon alt genug, um Entscheidungen zu treffen. La 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 la. Oh, diesmal ist mir dieser Scheißhelm auch egal. Ja, okay, dass er da springt, ist. Oh, dumm, wollte ich sagen. Dabei bin ich selber dumm. Gut, ich wette, in irgendeinem Block wäre noch was gewesen. Ah, vielleicht ist sogar hier was. Ja, wenn ich den Block mal treffen würde. Aber das hab ich nicht und. Ja. Joa. Gut. Damit ist das Level schon beendet. Krass, Alter. Dass ich an einem Tag jetzt fast eine gesamte Welt oder eine halbe Welt geschafft habe, das macht mich schon froh. Und da, wo es am schönsten ist, muss es leider auch enden. Ich will die Parts etwas kürzer halten, weil meine Zeit ist generell auch sehr, sehr knapp bemessen momentan. Ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen bin ich auch nicht immer sofort in Streams dabei. Also, ja, das will ich nur noch mal gesagt haben für alle, die diesen Part schauen. Wahrscheinlich wird die Hälfte meiner Kommentatoren oder halt Abonnenten eh nicht schreiben. Was wäre die Hälfte, wenn die Hälfte meiner Kommentare. Meine Abonnenten, Alter, ich bin so dumm.
schreiben würde oder nicht schreiben würde, ja, okay, eigentlich ist beides dasselbe, dann wäre ich schon sehr happy. Dann würden ungefähr 140 Leute schreiben. Das wäre schon sick, aber ich glaube, das kriege ich niemals hin. Aber ihr könnt mich vom Gegenteil überzeugen. Lasst nämlich jetzt ein Like da und ein Abo. Und ja, ich würde sagen, ciao, Leute.